Das bin ich. Alle Leute erzählen, Ubuntu ist was für junge Leute. Linux machen junge Leute und das sind die Nerds, die da irgendwo sitzen und was programmieren und entwickeln und die über das Internet miteinander reden. Ich bin der lebende Beweis, dass es nicht so ist. Gerade ältere Leute interessieren sich sehr für Ubuntu. Ich habe das auf den Messen erlebt, da kam der Enkel mit dem Opa und der am Stand Firma Ubuntu vor und der Enkel stellte sich dann zum Opi hin und sagt, ich hab's dir doch immer gesagt. Gut, das heißt, ältere Leute sind die Leute, die wir ins Boot holen können. Sie wollen auch, nur es gibt eine ganze Reihe Blockaden. Ich bin Physiker, habe nebenbei Theologie studiert, habe hier gleich um die Ecke in Halle studiert. Kennt jemand die Uni Halle-Wittenberg? Ist die älteste Uni in Deutschland, in der Tradition von Martin Luther. Und ich bin seit 1988, ein Jahr bevor es hier zu Ende war, bin ich in München am Max-Planck-Institut gewesen, habe da alles Mögliche gearbeitet, bin hier in die Computerei hineingekommen, habe bis 2011 alles Mögliche entwickelt, hier mit .NET-Umgebungen, mit Microsoft-Umgebungen. Ich bin seit 1. Oktober arbeitslos. Jetzt mache ich Migrationen, Vorträge und reise auf Linux-Tagen umher. Das ist mein Rechner zu Hause. Mit dem kommen wir nachher in Berührung. Das ist der Laptop hier, ausgestattet mit jeweils 8 GB Speicher. Das Interessante ist, Linux ist charakterisiert durch 4 negative Dinge, von denen alle annehmen, es gehört unbedingt zu einem PC dazu. Wenn man sich mit Leuten unterhält und sagt, wieso ein Virenscanner, das ist fester Bestandteil. Es geht durch die Medien so, wenn man PC meint, meint man dieses Produkt von Microsoft aus Redmond. Es ist kein Virenscanner, keine Firewall, keine Viren, keine Trojaner. Ich mache es dann immer so, ich bereite die Installation von mir vor, also mache die Umpartitionierung der Platten, weil da manche an der Stelle schon scheitern. Und dann überlasse ich die Leute alleine. Ich erzähle ein bisschen einen Abend, wo ist Synaptik, wie installiert man Programme und wie funktioniert das System, wie gehen die Updates. Und dann lasse ich die Leute alleine. Und dann kommt kein Echo zurück. Und dann rufe ich ein halbes Jahr später an, ja, wie geht's denn mit deinem Ubuntu? Ja, wieso, es läuft. Und das machen Leute, die als sogenannte dümmste anzunehmende User so durch die Foren geistern. Und unterschätzt die Leute nicht. Sie wollen alle was machen, sie wollen was tun. Es kommt auf die Kommunikation an, wie sowas funktioniert. Das bisher älteste Ubuntu-System läuft seit 2005. Heute ist dort natürlich ein 10.04 drauf und inzwischen wurde auf diesem PC dreimal die Hardware komplett ausgetauscht. Der Benutzer hat es gar nicht wahrgenommen. Er hat sein gleiches Ubuntu, wie wir es damals installiert haben. Und das ist eine Leistung, die ich woanders nie gesehen habe. Und das läuft bei einer Frau, die ist inzwischen 80 Jahre alt. Ich habe hier 3 Teile. Warum GNU Linux Ubuntu? Da geht es um To Go the Ubuntu Way. Das heißt, wir müssen im Kopf uns auf Ubuntu einlassen. Wir müssen einen Switch machen, um dorthin zu kommen. Wenn wir aus der Windows-Welt kommen, ändert sich sehr viel. Dann geht es um Sicherheit und es geht um Unabhängigkeit. Dann zeige ich etwas mit SSH. Da kann man wunderschön die Rechner vernetzen. Es geht sehr einfach und man braucht keine zusätzlichen Tools wie VPN oder irgendwas. Man wird von der Komplexität der Dinge eigentlich verschont. SSH ist sehr einfach. Und der letzte Schritt, das ist die Virtualisierung. Es geht um die Altlasten, die irgendwo überleben müssen oder sollen. Warum Ubuntu? Der PC ist heute zur Privatsphäre geworden. Die private Sicherheit der Daten wird immer wichtiger. Und ich verweise hier auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2008. Da gibt es ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit der Computer. Und wie wir am 8.10. gemerkt haben, ist dieses Grundrecht im Moment nicht das Papier wert, auf das geschrieben ist. Wir kennen alle die Geschichte. Und was hier passiert ist, nenne ich den Kollateralschaden der Computersicherheit. Der Staat hat Trojaner entwickelt und hat keine Kontrolle mehr darüber, wer das alles hat, in welchen Kanälen das Ding verschwunden ist. Es sind Funktionen drin, die sind einmal verfassungswidrig, angeblich, laut CCC-Bericht. Ich selbst habe es nicht nachgeprüft. Und er wird von Virenscannern nicht entdeckt. Jetzt kommt also die Entdeckung der Virenscanner ist eigentlich nutzlos. Es ist ein Schock für die Computerwelt, es gibt nur keiner richtig zu. Das heißt, ab sofort dürfen Systeme, für die der Trojaner entwickelt wurde und in die Freiheit entlassen wurde, nicht mehr verwendet werden. Sie sind potenziell unsicher, weil niemand weiß, über welchen Kanälen das zurückkommt. Über einen USB-Stick in Firmen oder sonst wo. Dann kommt dazu, Linux hat sich in den letzten 10 Jahren sehr gewandelt. Dahinter stehen 40 Jahre Erfahrung, Unix-bedingt. Vom Unisystem, das also teilweise sehr spröde war, gibt es einen ausgereiften Desktop, der pflegeleicht ist. Es gibt ein breites Spektrum an verschiedenen Distributionen, die also praktisch alles abdecken, was man haben will. Es ist in allen Sprachen verfügbar. Wir haben eine sehr gute Hardwareunterstützung und ist trotzdem sehr einheitlich. Der nächste Paradigmenwechsel, da steckt so ein bisschen implizit drin.
Die Geschichte von Linux geht eigentlich auf das 13., 14. Jahrhundert zurück. Da hat William von Ockham, war Franziskaner, und er hat das gemacht, was wir heute Ockhams Rasiermesser nennen. Er hat gesagt, wenn wir also irgendetwas beobachten, bekommen wir verschiedene Zustände der Komplexität und wir sind nicht entscheidungsfähig, wo geht es weiter. Und er sagte ganz einfach, nehmt das Einfachste. Das heißt, möglichst einfache, minimalistische und leicht verständliche Lösungen machen und das ist der Weg, wo es weitergeht. Und diese Philosophie steckt in Unix und Linux überall drin. Ich habe hier Eric Raymond angeführt, das ist die Webseite von ihm und er hat verschiedene Bücher und er hat das im Buch, die Unix-Philosophie, hat er das sehr drastisch formuliert. Das ist die ganze Unix-Philosophie in einer Zeile. Keep it simple and stupid. Also halte es einfach und verständlich. Danke. Warum Ubuntu? Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die mir an der Oberfläche liegen, was man als Argument verwenden kann, aber wo den anderen auch beliebig viele Ausreden einfallen. Zum Beispiel keine Fremdbestimmung durch die Herstellerfirma oder Marketing. Das gleiche System auf allen möglichen Rechnern. Kein Unterschied, Home und so weiter. Das kennen wir alles. Hier ist interessant, bei den Windows-Versionen ist die Home-Version zum Beispiel nicht richtig netzwerkfähig. Das wissen viele nicht. Ich habe keinen Remote-Desktop drin, ich kann in den Foldern keine Rechte vergeben. Also das ganze Ding stimmt irgendwo nicht, ist aber das, was am meisten auftritt. Es gibt in Linux eine hohe lokale Sicherheit. Es gibt einen sicheren Zugang zu Software und Updates. Das heißt, ich bekomme über diesen Kanal keine Trojaner untergeschoben. Das ist geprüft und gesichert. Ich habe keine Lizenzprobleme und ich habe eine saubere Rechtetrennung. In Windows ist es zum Beispiel so, dass der Default-Benutzer ist Admin. Und ich habe das bei der PC-World gefunden und das lese ich nicht vor, das können Sie lesen. Gut. Und Sie haben als Anwender eine Chance gegenüber der Übermacht großer Unternehmen. Sie sind denen nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Es gibt bei Linux kein Unternehmen, das Macht auf den Kunden ausübt. Nächste. Ich habe hier ein bisschen zusammengestellt, was die Default-Sicherheit Windows und Linux betrifft. Es geht nicht um Sicherheit, es sind die vielen kleinen Dinge, wo das System anders ist und wo man sieht, das System ist einfach kaputt. Zum Beispiel der Default-Benutzer ist immer Administrator. Ich kann das nicht abschalten. Es kommt auch keine Warnung an der Stelle. Es kommen 10 Warnungen, ich muss einen Virenscanner installieren oder eine Firewall aktivieren. Es kommt keine Warnung, ich bin Admin. Wenn ich einen neuen Benutzer anlege, kommt diese Warnung. Aber der erste Default-Nutzer ist dieser Warnung definitiv abgeschaltet. Das zweite ist, ich kann Programme unter Windows nur deinstallieren und nicht installieren. Das ist das betreffende Icon. Es gibt kein Repository. Das heißt, Programme kommen aus irgendwelchen dubiosen Quellen, mit allen möglichen Schrott dran und ich verseuche meine Maschine. Das ist ausgeschlossen. In Ubuntu habe ich ein Installieren, zum Beispiel bei AbiWirt kommt Mark for Installation und natürlich komplett Removal und so weiter. Dann, das ist so eine Art Pseudo-Repository, das bietet Windows an, das sind Microsoft-eigene Programme, die kann ich anhakeln und installieren. Wir sehen hier, es ist Telnet dabei, was also seit gut 10 Jahren als unsicher gilt. SSH fehlt hier. Das heißt, Microsoft bietet von Haus aus keine Kryptographie an für die Rechner, außer irgendwelchen Plattenverschlüsselungen oder sonst was. Die Kommunikation zu anderen Rechnern ist von Haus aus nicht drin, selbst PGP fehlt. Ich muss es nachinstallieren aus irgendwelchen anderen Quellen. SSH gibt es eine Lösung mit OpenSSH, das läuft unter Windows. Und hier ist noch ein Punkt, was oft übersehen wird. Ich bin hier Admin, aufgrund dieser Sache. Ich sehe es nicht. Hier bin ich auch root. Ich sehe es anhand des Doppelkreuzes in Linux. Das heißt, ich habe ein optisches Feedback, wer ich bin. Bin ich in einer gefährlichen Situation oder nicht? Hier habe ich keine Ahnung. Hier rausche ich rein und hier nicht. Diese Unsicherheit hat natürlich politische Folgen. Es ist vor wenigen Wochen in Deutschland das sogenannte Cyberabwehrzentrum gegründet worden, was einen hohen politischen Stellenwert hat. Ich zitiere hier Neusprech.org. Die Seite kennt jeder. Gut. Da nachlesen, was ein Cyberabwehrzentrum von der Wort her, von der Syntax, von der Sprache und so weiter bedeutet. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Und ich habe dann hier einen Satz aus der Friedensbewegung abgewandelt. Stell dir vor, es ist cyberwar und wir gehen nicht hin. Ist Ubuntu. Dann kommt noch ein Punkt dazu. Natürlich ist die ökologische Situation mit Linux bedeutend besser. Es muss nicht immer der neueste Rechner sein. Die Rechner haben eine deutlich längere Lebensdauer. Ich bekomme nicht den Zwang zum Update und den Zwang zu neueren Rechnern. Das passiert regelmäßig mit anderen Systemen. Und es gibt einen sehr interessanten Film, Kaufen für die Müllhalter. Den gibt es noch in der Mediathek.
Und da ist der Satz drin von 1928. Ein Artikel, der nicht verschleißt, ist eine Tragödie fürs Geschäft. Das heißt, große Firmen, die einen gewissen Marktanteil haben, legen es auf die Verschleißbarkeit der Produkte an, dass man alle paar Jahre was Neues kaufen muss. Bestes Beispiel ist das iPod, wo ich den Akku nicht tauschen kann. Also wer ein iPod kauft und gleichzeitig bei den Grünen ist, sollte sich überlegen, wo er seine Entscheidung hinstellt. Das passt nicht zusammen. Und dann fehlt noch etwas. Das ist eine Beobachtung, die ich selbst gemacht habe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich habe einige Herzoperationen hinter mir. Ich war letzte Woche wieder 3 Tage auf der Intensivstation in Großhadern in München zu Kontrollen. Das ist bei mir notwendig, das muss ich ab und zu machen. Mit Ubuntu geht es mir wirklich gut und das ist eine sehr positive Erfahrung. Wenn ich einen normalen PC habe, immer geht irgendwas nicht. Oder bin ich heute schon überfallen worden aus dem Internet? Ist mein Rechner verseucht? Geht der Virenscanner noch? Wo ist das Update zu machen? Wo ist das abzusetzen? Man ist immer irgendwo beschäftigt. Und wenn man den Schnitt zu Ubuntu macht, geht der Blutdruck runter, Ubuntu verbessert die Gesundheit und wir brauchen Ubuntu, um zu leben. Denn wir haben deutlich weniger Stress. Jetzt gibt es natürlich andere Firmen, die sich auch Gedanken um die Sicherheit machen. Und das ist ein Punkt, das hat was mit diesem Trojaner zu tun, indirekt. Wenn man also diesen Satz durchliest, dann könnte einem nur noch Angst werden. Das heißt, Microsoft plant, die Totalüberwachung aller Rechner angeblich um Botnetze abzuwehren, nachdem man sie erst installiert hat. Und diese Aussage stammt nicht vom Praktikanten bei Microsoft, das ist immerhin der Microsoft-Vizepräsident. Das ist keine untere Ebene. Es ist bei Heise veröffentlicht am 8.10.2010. Und wenn jemand mal herzlich lachen will, wenn man danach bei Google sucht, findet man unter Slashdot diesen Eintrag, da braucht man sich die Uhren nicht abzuschreiben, also einfach danach suchen. Dann bekommt man eine längere Diskussion. Da geht es darum, ich möchte für meinen Opa einen PC zu Weihnachten einrichten, was ist ganz gut? Und da kommt die erste Antwort, nimm Ubuntu. Das und das ist gut, meine Oma kann es auch und so weiter. Dann geht das so ein bisschen hin und her. Ja, ich habe das auch gemacht. Und dann mische ich so ein Windows-Admin ein. Man muss ja nur ein Windows machen, da brauche ich das, das und das und Virenscanner, Firewall. Ist ja ganz einfach. Ist eine äußerst spannende Diskussion, teilweise ein bisschen schwierig zu lesen. Und die Quintessenz der ganzen 823 Kommentare ist, nimm Ubuntu. Also wer mal Spaß an Ubuntu haben will, das ist lesenswert. Was mache ich, nachdem ich Ubuntu installiert habe? Ich muss diesen Switch im Kopf machen. Die einfachste Variante ist, machen Sie gar nichts. Es geht alles wie von selbst. Ubuntu pflegt sich selbst. Über das Software Center kann ich Programme installieren, deinstallieren. Wer Ubuntu-Users als Wiki benutzt, unter vielen Einträgen in Ubuntu-Users ist inzwischen der Button drunter. Da klicke ich drauf und installiere etwas. Einfacher geht's nicht. Und es ist wirklich hundertprozentig sicher. Dann, ein entscheidender Schritt ist, wenn ich tiefer in das System eindringen will, kommt normalerweise der Nachbar mit einem Stapel Virenscannern vorbei, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Der legt noch einen Stapel Computerbild daneben und sagt, also das ist unbedingt muss und so diese 70 Tricks von Microsoft, die verschwiegen werden, ist Titelseite jede Woche. Schmeißen Sie die Leute konsequent raus. Die machen den Rechner kaputt. Denn das Erste, was sie machen, sie defragmentieren das Ding und installieren Virenscanner und 3 Firewalls. Die haben die Philosophie von Linux nicht verstanden und solche Leute, Finger weg. Sie sind alleine in der Lage, ein Ubuntu zu pflegen. Und das sage ich jedem, für jede Altersklasse funktioniert das. Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Nachbar-PC-Freak, der gute Freund, muss weg. Dann nie jemanden an den PC lassen, der sich mit PCs auskennt. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Unter PC verstehen die Leute immer Windows-PC. Die Erfahrungen aus der bisherigen PC-Welt sind wertlos geworden. Das heißt, für die Leute, zu denen ich früher gerannt bin, die mir geholfen haben, wenn ich jetzt komme und sage, ich brauche euch nicht mehr, passiert für die Leute etwas, das ist eine Überraschung. Die haben viel Lebensarbeit in das Wissen um Windows gesteckt, um diese Tricks, Tools und so weiter. Und plötzlich kommt da jemand an und sagt, Mensch, das ist Schrott, ich brauche es nicht mehr. Das ist ein Schock für die Leute. Die wehren sich. Und das ist die zweite Zeile. Wir können Freunde verlieren. Wir müssen neue Freunde gewinnen über die Community. Zum Beispiel solche, die Ubucon besuchen, Ubuntu-Users lesen. Dann natürlich Wikis lesen, Community kennenlernen, das ist ganz wichtig. Ubuntu lebt von der Kommunikation der Leute untereinander. Linux-User-Groups ausfindig machen vor Ort, zum Stammtisch gehen. Da wird man vielleicht erstmal schief angeguckt, aber man bekommt garantiert Hilfe. Was hier noch dazu kommt, was Ubuntu ganz stark geändert hat, ist die Freundlichkeit in Bezug auf die ganze Umgebung.
Es gibt bei Ubuntu auf der Seite einen Code of Contact, den kann man signieren, da taucht man in der Liste auf. Und da heißt es, geh auf die Leute zu, sei freundlich, hilf ihnen. Beschimpf die nicht, wenn die mal was falsch gemacht haben, sondern hilf, wo es geht. Und das ist auch das, was in dem Ubuntu-Logo hier drin steckt. Das ist ja der Blick auf drei Menschen von oben, die sich anfassen. Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, die sich anfassen und eine Welt bilden. Das ist Ubuntu. Und diese Philosophie kommt hier voll durch. Was sind die Vorteile? Ich habe einen besseren Umgang mit dem ganzen System und ich sage immer, wir kommen vom Klick zum Wissen. Das heißt, ich weiß, was passiert, ich klicke nicht irgendetwas an, was ich nicht verstehe. Das Ergebnis ist der bessere Umgang und dann, wenn Sie ein halbes Jahr, ein Jahr lang Ubuntu haben, als Umsteiger, reden Sie mal mit den Leuten, die angeblich viel von PCs wissen. Die verblüffende Entdeckung ist, die haben keine Ahnung. Und das ist eine sehr positive und heilsame Erfahrung. Die ganzen Dinge, die ich habe, sind nochmal hier bei der Linux User Group Otto Brunn. Und das ist die Take-Home-Message, das ist ja ein bekanntes Ubuntu-Plakat. Der Weg in die Freiheit ist offen für jeden. Es liegt an jedem selbst, diesen Weg zu gehen. Man kann nur über die Kommunikation sagen, das ist gut. Es muss jeder die Entscheidung alleine treffen. Jetzt geht es weiter mit dem sicheren Netz. Also jetzt wissen wir, warum wir Ubuntu benutzen sollen.